Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in Tamriel und wir kommen noch nicht aus Steinfälle raus. Ja, wir sollen mit Aretil sprechen, wobei ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt bin, weil wir jetzt hier zwei Leute neben uns stehen haben. Aber ich rede mal mit Aretil, so wie es drin steht. Meldung, Soldat. Was bringt euch nach Vivex Fanfaren? Schreitet in Asche meinte, das Bündnis hätte hier angegriffen. Und sie hat mich losgeschickt, um zu helfen. Schreitet in Asche, hm? Eine weise Echse. Zumindest sagen die Jungs das. Nun, ihr seid hier willkommen. Der Hauptmann hat gerade alle Hände voll zu tun und wir sind uns nicht sicher, wie wir das alles schaffen sollen. Ah ja, das dachte ich schon, dass es jetzt übergeht. Willkommen im Krieg. Wir verlieren gegen die Plünderer des Bündnisses an Boden. Wenn wir diese Stellung nicht halten können, drängen sie uns bis nach Ebenherz zurück und nehmen ganz Zabermatt ein. Erzählt mir, was vor sich geht. Alexandra Cornele befehligt eine Armee, die uns 5-1 überlegen ist. Hätten die Droik nicht beide Seiten überfallen, hätten sie uns ausgelöscht. Wir müssen die Droik ausschalten. Dann werden wir verhindern, dass Cornele das Korallenherz bekommt. Was ist so wichtig an diesem Stück Koralle? Leutnant Galyn glaubt, Cornele könne es benutzen, um einen Bruder des Zwists zu kontrollieren. Singt mit Schilf müsste mehr darüber wissen. Galyn hingegen wurde vom Bündnis gefangen genommen. Was ihr für mich tun müsst, ist Folgendes. Sucht nach Überlebenden in den Schlammhaufen. Rettet Galyn. Ach ja, und lasst euch nicht umbringen. Ich werde Leutnant Galyn und seine Soldaten finden. Das Glück sei euch hold. Ich werde mich bemühen, dass wir diese Stellung halten, falls ihr zurückkehrt. Ich meine, bis ihr zurückkehrt. Was war das eben über einen Bruder des Zwists? Ich habe Balred doch gerade erst weggesperrt. Ich habe über den anderen gesprochen. Sadal, die Bestie, die in der gepeinigten Spitze eingesperrt ist. Tanval hat einen Fehler gemacht, diese Kreatur aus dem Aschberg zu befreien. Stellt euch nur vor, was geschehe, wenn eine solche Kreatur unter der Kontrolle des Bündnisses auf Ebenherz losgelassen würde. Wie kann man dieses Korallenherz benutzen, um Sadal zu kontrollieren? Sehe ich aus wie ein Erzmagier? Oder auch nur wie eine argonische Schlammhexe? Ich habe keine Ahnung. Ich kam hierher, um diese verdammten Dolche aufzuhalten und genau das werde ich auch tun. Ihr sagtet, dass sie Droik eure Soldaten begraben? Sie bedecken einen mit Schlamm. Erst wird man von ihren Klauen zerhackt oder durch ihre Galle außer Gefecht gesetzt. Danach vergraben sie einen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Und es kümmert mich auch nicht. Ich will nur, dass das aufhört. Was tun die Droik hier? Singt mit Schiff. Die Argonierin, die Leutnant Galyn berät, glaubt, dass die Koralle die Droik zu ihrer Verteidigung beschworen hat. Tatsache ist, dass wir vor einer Niederlage standen, als die Droik auftauchten und in die Schlacht eingriffen. Jetzt müssen wir uns die wenigen Truppen aufsparen, die wir noch haben. Okay. Singt mit Schilf. Leise. Der Feind ist überall. Was wollt ihr? Worauf hat es das Bündnis hier abgesehen? Vor langer Zeit wurde Sadal, der Bruder des Zwists, von einem magischen Artefakt eingefangen. Dieses Artefakt wurde zum Herzen der Koralle. Danach sucht das Bündnis. Alexandra Cornele will es haben und sie kennt keine Gnade. Cornele möchte also einen Bruder des Zwists entfesseln? In der Tat. Die Brüder des Zwists sind die leibhaftige Zerstörung. Flammende Wut, die alles auf ihrem Weg vernichtet. Man kann sie weder beherrschen noch lenken, nur einsperren. Ebenherz ist ganz in der Nähe und allzu gern würde Cornele es niederbrennen. Wir müssen sie aufhalten. Wie machen wir das? Die Koralle beschwor die Droik zu ihrer Verteidigung. Sie kann denken und fühlen. Wir müssen uns mit ihr verbünden. Wenn wir ihr zeigen, dass wir in Frieden kommen, wird sie die Droik auf unsere Gegner hetzen. Ich arbeite aber noch daran, wie wir das anstellen sollen. Ja, nichts leichter als das. Durchsucht die Schlammanhäufung nach Überlebenden. Das machen wir doch mal.
Das sind die. Es tut mir leid, aber ich muss euch leider angreifen, weil ihr steht direkt davor. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, ihr seid nicht die Bösen. Mein Leben. Ja, gern geschehen. Das hätte ich gestern gut gebrauchen können. Da musste man... Ist immer noch nicht tot? Da musste man nämlich Wasser pflanzen oder Wasserstellen als Bestätigung. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Naja, ob das so toll ist, weiß ich noch nicht. Also im Moment zumindest noch nicht, aber es wird ganz gut. Nämlich in dem Moment, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn hier alles gelb ist. Und deswegen tut es mir doppelt leid, dass ich jetzt die Droik hier angreifen muss. Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Ich bin mir nur gerade nicht so sicher, ob das jetzt automatisch durch die Quest kommt. Das Korallenherz. Naja gut, es steht zumindest nichts anderes drin geschrieben. Also muss es ja theoretisch durch die Quest selber kommen. Hier ist noch eins, wo ich nichts mitmachen muss. Hallo. Das Bündnis so. Hat Galen. Sie befindet sich auf deren Schiff. Helft ihr, bitte. Naja. Wir machen hier mal am besten wieder an, damit ich auch was sehen kann. Keiner von euch hat mich gesehen. Ich muss jetzt leider wieder gehen. Aber ihr seht mich leider. Tschüss, arrivederci, ciao. Mit Au oder V. So. Ja. Ich weiß nur nicht genau, wie ich zu dir komme. Komm ich hier raus? Boah, was bist du denn für ein Idiot? Was bist du denn jetzt her? Und wo ist die hinten in der Ecke stand? Tiefer. Ach, da kommen wir hinten durch, oder? Hallöchen. Jetzt haben wir hier natürlich eine Quest. Das ist ein bisschen blöd. Aber die nehme ich jetzt ausnahmsweise auch mal mit ein, weil die hier drin ist. Ich wusste, dass jemand kommen würde, um mich zu befreien. Hallo, geht's noch? Ich will mich hier mit der Dame unterhalten. Ja, das ist unhöflich, was du da machst. Preiset wie? Ich wusste, dass jemand kommen würde, um mich zu befreien. Vivek würde nie zulassen, dass seine Priesterin so leiden muss. Er hat euch doch geschickt, nicht wahr? Vivek hat mich nicht geschickt, aber vielleicht kann ich helfen. Dann helft mir, meine Aufgabe zu erfüllen. Dies ist der Ort, an dem wir die Akaviri besiegt haben. Vivek hat die Ebene überflutet. Seine Kinder atmeten das Wasser, wohingegen die Akaviri ertranken. Einige der Toten finden jedoch keine Ruhe. Wir müssen ihre Gebeine segnen. So wurdet ihr gefangen genommen, während ihr Knochen gesegnet habt? Würdigt sie nicht herab, Kind. Das sind Viveks Kinder. Sie gaben ihr Leben für Morrowind und für ihn. Wir müssen dafür sorgen, dass sie in Frieden ruhen. Salbt all ihre Überreste, die ihr finden könnt, mit diesem heiligen Öl. Das wird ihre Geister besänftigen. Wenn ihr versprecht zu gehen, tue ich, was ihr verlangt. Hallo, die Basti? Die Toten zählen auf euch. Ihr müsst sie befreien. Erstmal, die ist nicht dein Fußabtreter. Und zweitens, kommt der Dame nicht zu nah, ja? Wir haben hier noch genug andere Sachen zu tun. Was für ein Angriff? Was, wie? Kann ich helfen? Moment, ja, segnen machen wir auch gleich. Das wird jetzt dummerweise die andere Quest angezeigt, aber da hinten ist auf jeden Fall noch unser Ziel. So, wir sammeln natürlich alles mal eben schnell ein, was es hier einzusammeln gibt. Es wäre dumm, wenn man solche Sachen liegen lassen würde. Hallöchen. Ihr scheint nicht zum Dolchsturzbündnis zu gehören und ihr seid keine von uns. Wer seid ihr? Ich heiße Gameplayerin. Ich bin hier, um euch zu retten. Gedankt sei den dreien. Ich dachte, ich würde hier sterben.
Eine mächtige Magierin namens Alexandra Cornele führt diese Soldaten an. Sie weiß, wie man an die Herzkammer kommt. Sie hat mir dieses Wissen aus dem Kopf gerissen. Wie halten wir diese Alexandra Cornele auf? Ich sammle meine Soldaten und führe sie zur Kammer des Korallenherzens. Sie muss dort drinnen sein. Habt ihr meine rechte Hand Sinkt mit Schilf gesehen? Sie weiß mehr über die Koralle als sonst irgendwer. Sie hat bestimmt einen Plan. Wo genau ist sie jetzt? Argonia. Immer wieder für eine Überraschung gut. Wenn ich Schilf richtig einschätze, schleicht sie beim Lager des Bündnisses herum. Sucht in dessen Umfeld nach ihr. Wenn ihr sie dort finden könnt, bringt sie in die Kammer des Korallenherzens. Dann können wir das zu Ende bringen. Ich werde Sinkt mit Schilf finden und euch dann in der Herzkammer treffen. Okay, sie sagt nichts mehr. Normalerweise werde ich dann immer zugelabert, wenn ich dann mich wieder auf den Weg mache. In dem Fall jetzt nicht. Dann nehmen wir nichts mit, weil die ganzen Kisten hier schon leer sind. So, jetzt habe ich hier noch Salb, die sterblichen Überreste drin. Ich habe jetzt deswegen übrigens die Quest angenommen. Jetzt steht ihr hier schon wieder an dem Punkt. Ich habe deswegen die Quest angenommen, weil ich schon gedacht habe, dass das recht schnell geht. Zum einen, ich glaube, das kann man sogar machen, ohne die anzugreifen, aber egal. Und zum anderen weiß ich nicht, ob ich die Quest nochmal wiedergefunden hätte. Und wir haben ja gesagt, dass wir die Hauptquests erstmal machen und dass wir dann die Nebenquests später mal in Ruhe machen. Ja, und wenn wir sie aber nicht wiederfinden, dann ist das natürlich blöd. Deswegen, das ist so eine dieser Quests, wo ich dann doch lieber... Legionen von Akaviri haben unsere Küsten überfallen. Sie kamen, töteten und brandschatzten. Und wir wissen nicht, wie sie... Ich starb, als die Flut kam. Sie hat sie alle hinfortgespült. Ja. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil der Typ mir jetzt so reingeredet hat. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das Problem bei dieser Quest ist jetzt, wo ich sie gerade am Machen bin, kann ich mich wieder dran erinnern. Zum einen, wenn hier viele Leute rumlaufen, ist das immer ziemlich nervig, weil man sich nämlich gegenseitig die Dinger wegnimmt. Und zum anderen, der zeigt mal da hinten jetzt noch was an. Ach, guck mal, mach ich dich auch mal kurz platt hier. Zum anderen hat man nicht so viele sterbliche Überreste. Man muss aber insgesamt 9-mal diese Überreste, ja, segnen. Ich meine, die kamen dann in der Mitte nochmal, dass man die nochmal segnen konnte. Ich bin mir aber nicht sicher. Bin ich gerade am gucken. Moment. Da steht jetzt nirgendwo, wo die anderen sind. Hier sind keine mehr. Habt ihr den neuen Kommandanten getroffen? Ich bin mir aber sicher, dass das da hinten nochmal wiederkommt. Ah, Moment, hier vorne sind noch welche. Oder es wurde geändert. Das kann natürlich auch sein, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier vorne tatsächlich welche gewesen sind. Sterbt, Akaviri! Sterbt! Ja, mehr hast du nicht zu sagen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seht nicht mich gerade hier. Ich hoffe, ihr seid abgelenkt. So. Da haben wir noch was zum Salben. Ja, also bis hier vorne ging das auf jeden Fall nicht rein. Wahrscheinlich haben sie es abgeändert. Das finde ich gut. Weil dann kommt man sich gegenseitig hoffentlich jetzt nicht mehr in die Quere. Das Wasser hat Freund und Feind gleichermaßen verschlungen. Die Flutwelle rollte heran und zerschmetterte alles auf ihrem Weg. Die Akaviri wurden besiegt. Aber zu welchem Preis? Tja, das ist so die Frage, ne? Das ist aber immer die Frage in Kriegssachen. So, sprecht mit der Priesterin. Da müssen wir das dann nur noch abgeben. Das machen wir dann zum Schluss. Und wir schauen jetzt mal, dass wir da irgendwo hochkommen. Ah, da oben ist sie, okay. Hallöchen. Ich komme nicht hoch, weil ich mal wieder überall hängen bleibe. Ihr wart in der Höhle des Löwen. Sagt mir, ist Leutnant Galen sicher?
Sie flüchtete. Sie bat mich, euch zu finden. Ach, eine schwere Last fällt mir vom Herzen. Ich habe entschieden, wie mit der Koralle in Kontakt zu treten ist. Doch es wird nicht leicht. Das Korallenherz könnte einen Bruder des Zwists entfesseln. Aber es würde das Herz töten, wenn man es sich einfach nimmt. Widrige Winde wehen, meine Freundin. Was tun wir? Die Koralle hat die Droik beschworen. Wenn ich ihr zeigen kann, dass wir ihr freundlich gesonnen sind, könnte sie uns helfen, indem sie die Droik gegen das Bündnis wendet. Die Zeit drängt. Wenn ich Erfolg haben soll, werde ich eure Hilfe brauchen. Was ist zu tun? Dies sind meine Eier, die Frucht meines Baums. Meine Wurzeln müssen sich mit der Koralle vereinigen, damit wir von einem Geiste sein können. Legt meine Eier in die drei großen Korallennester inmitten der Fanfaren. Trefft mich dann in der Herzkammer. Ich werde das erledigen. Ja. Ich guck gerade. Die sind aber alle hier, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier sind die Korallen. Waren die vorhin auch schon so schön leuchtend? Ich hab's total übersehen. Ihr wollt die Koralle zähmen? Ich werde euch töten. Da ist ein gezähmter Droik-Arbeiter. Hallöchen! ja, wie man sieht, sind die jetzt schon gelb geworden. Oh, der hilft uns auch, so wie es aussieht. Was macht der denn da? Keine Ahnung, er steht auf jeden Fall da rum. So, das gilt aber nur für einen gewissen Bereich, so wie ich das verstanden habe. Ah ne, hier sind die auch schon gelb. Nur die Infanteristen sind jetzt rot. Ja, das ist doch schön. Kommt hier auch... Hallo? Kommt hier auch nochmal so ein gezähmter? Schnell, die Koralle wird schwächer. Ich fühle es. Die Koralle spricht zu mir. Ich treffe euch in ihrem Herzen. Sicher, dass du nicht irgendwie paranoid wirst oder so? Nein, wir folgen ihr jetzt mal. Im Herzen, im Herzen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da hoch, nehme ich mal an. So. Und da. Da müssen wir noch was reinmachen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Das Korallenherz gehört mir. Warum muss sie die Stimme von Evely haben? Ich mag's nicht, wenn Böse die Stimme von Guten haben. Betretet die Kammer. Genau, die ist hier oben. Genau, bekämpft die mal. Das ist schön. Ich gehe mal in der Zeit in die Kammer, ja? Ich versuche euch alle zu retten. So. Irgendwie ist meine Karte jetzt nicht klein genug. Meine jetzt. Freundin, könnt ihr mich hören? Die Koralle stirbt. Die Bretonin hat ihr das Herz gestohlen. Jetzt dienen die Droik uns, doch das reicht noch nicht. Trefft mich beim Herzen. Hallo, ich bin Pluton. Alexandra steht jetzt in der Koralle. Sie hat ihr das Herz gestohlen. Und sie stirbt einen langsamen Tod. Wir sind miteinander verbunden. Und ich spüre ihren Schmerz. Ich fürchte, es ist nicht genug, den Geist der Koralle nur zu berühren. Wir müssen verschmelzen. In Körper und Geist. Alexandra hat der Koralle das Herz herausgerissen. Ich werde nicht lügen. Ich fürchte mich vor dem, was kommt. Aber ich bin froh, dass ihr und Galen hier bei mir seid. Beschützt das Herz. Lebt wohl. Das werden wir. Lebt wohl, alte Freundin. Das heißt, sie bleibt jetzt hier? Habe ich gerade gesehen, was ich glaube, gesehen zu haben? Ist Singt mit Schilf mit diesem Korallending verschmolzen? Irgendwie hält sie die Koralle am Leben. Jetzt müssen wir uns noch um die Hexe kümmern, die versucht hat, sie zu töten. Wie können wir Alexandra Cornele aufhalten? Wir werden sie herauslocken und uns ihr von Angesicht zu Angesicht stellen. Wir werden ihr das Herz aus den blutigen Fingern reißen.
Ich weiß nicht, ob ihr je einer bretonischen Magierfürstin gegenüberstandet. Das wird kein Zuckerschlecken. Hallo? Ich bin auch eine. Ich bin bereit. Gemeinsam werden wir sie besiegen. Cornele, lauft, solange ihr könnt. Ihr seid zu spät. Das Herz gehört mir. Du bist zu spät. Das ist eine Schande für alle Bretonen. So. Ihr wollt nicht brennen? Dann erfriert. Sag mal. Spürt meinen Blitz. Wenn die das nochmal macht, hau ich die Ulti da drauf. Unser Herz beschützt es. Die Koralle und ich können jetzt auch ohne es leben. Nein, ich kann dir doch nicht das Herz rausreißen. Okay, ich mach's. Bist du dir sicher? Du kannst doch nicht Ewigkeiten hier drin bleiben. Das geht doch nicht. Ach, ja. Wir müssen wieder zurück. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich hasse solche Situationen, wo wir den Leuten nicht so hundertprozentig helfen können. Oder wo sich Leute aufopfern. Das finde ich immer ganz schlimm. Oder das ganz, ganz Schlimmste, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Das habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. So. Jetzt sind natürlich die Gegner immer noch da, aber alle anderen sind jetzt gelb. Also sprich, die Dinger hier, die Droid, die sind gelb. So, mit wem muss ich jetzt sprechen? Ich habe jetzt einmal... Ich mach doch mal lieber die Namen an. Ich sehe hier sonst nichts mehr. Holgrun, so. Tja, ihr seid eine warme Hütte im Schneesturm. Was für Neuigkeiten gibt es? Konntet ihr verhindern, dass das Bündnis das Korallenherz in die Hände bekommt? Das Herz ist unser. Dann ist Ebenherz gerettet. Wir stehen auch dieses Mal wieder in eurer Schuld. Vielleicht ernennen wir euch zum neuen Tane von Weißlauf. Die nehmen schließlich jeden. Hallo? Ich werde das Herz sicher verwahren. Dieser Bruder des Zwists muss gebunden bleiben. Was heißt das? Die nehmen schließlich jeden hier, ja? Wir haben einen Froststab von Schröterpanzer erhalten. Die Brüder des Zwists sind zu gefährlich. Ich werde dies von jedem fernhalten, der es vielleicht benutzen möchte. Selbst von Tanval. Was kommt als nächstes, Holgun? Das war gute Arbeit hier. Wir könnten noch mehr von eurer Sorte brauchen. Genauer gesagt bräuchten wir noch mehr von eurer Sorte an der Feste Virak. Das Dolchsturzbündnis hat sie eingenommen. Die Feste Virak? Sie ist eine Lebensader zwischen Steinfälle und Rift. Solange die Feste Virak in Feindeshand ist, sind wir vom Nachschub abgeschnitten. Geht dort hoch und meldet euch bei Feldwebel Gjoring. Ich folge euch auf dem Fuße. Ich werde euch dort treffen. Ja, das werden wir zum einen in der nächsten Folge. Zum anderen müssen wir aber noch mal kurz hier oben mit der Priesterin sprechen, weil wir haben ja die Nebenquest hier auch mal eben schnell erledigt. Habt ihr die Knochen gefunden und sie gesalbt? Ich habe alle gesalbt, die ich gefunden habe. Vivecs Kinder können nun in Frieden ruhen. Ich spüre es in meinen Knochen. Es war gütig von euch, den Helden der Vergangenheit diesen Dienst zu erweisen. Vivek, wir verdanken ihnen unsere heutige Freiheit. Kein Feind kann gegen die drei bestehen. Ja, und da haben wir dann nochmal einen schweren Hänzen des Akkavirenkrieges, also ohne Set, erhalten. Eines Tages werde ich den Tribunalstempel in Deshan besuchen. Ich werde Viveks Worte aus seinem eigenen Munde vernehmen. Wer waren die Akkaviri? Die Akkaviri waren Eindringlinge von jenseits des Meeres, grimmige Schlangenmenschen und allerlei andere Ungeheuer. Wir standen ihnen auf diesen Ebenen gegenüber, doch wir waren hoffnungslos unterlegen. Aber wir kämpften und starben und hielten durch, bis Vivek selbst erschien und dem Ganzen ein Ende bereitete. Die hielten durch, nachdem sie schon gestorben sind. Das ist cool. Was geschah danach? Vivek brachte Wasser mit, um das Land zu reinigen. Seine Kinder atmeten das heilige Wasser, während die Akkaviri darin ertranken. Es war ein großer Sieg für Morrowind.
Man munkelt, die Akaviri seien auf der Suche nach einem uralten Relikt hierher gekommen. Was es aber war, weiß ich nicht. Wer ist Vivek? Wer das Tribunal nicht kennt, lebt in einer finsteren Welt. Drei lebende Götter. Vivek, Almalexia und Sotasil segnen Morrowind und leiten uns in diesen schwierigen Zeiten an. Vivek ist der weiseste der lebenden Götter. Wir sind es kaum wert, seiner angesichtig zu werden. Ja, das ist dann auch mal eine schöne Überleitung auf Morrowind, aber da sind wir noch lange nicht. Wobei, wenn ich in dem Tempo weitermache, weiß ich nicht, dann werden wir wahrscheinlich bald im Morrowind landen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge am nächsten Ort, wo wir uns jetzt hinbegeben werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.